Willkommen zum Gig Sonntagskick, zum 20. Sonntag im Jahreskreis. Und heute denken wir auch noch über Maria Himmelfahrt nach. Heute am Samstag vor dem Sonntag gedenken wir der Himmelfahrt Mariens. Und das ist ja ein richtiges katholisches Fest, aber es ist nicht einfach nur Tradition, es ist wirklich Fakt. Und das kann man ein bisschen nachweisen, indem die Medizin nachgeforscht hat bei dieser ganzen Problematik pränatale Untersuchung und Leihmutterschaft, wurde festgestellt, dass eine Mutter mit ihrem Kind richtigen Zellenaustausch hat und sogar die Herzzellen ausgetauscht werden. Also daher kommt auch eine ganz starke Bindung zum Kind. Und jetzt können wir das so sehen, dass Maria eine ganz starke Bindung zum Kind aufbaut durch das DNA Jesu Christi, Gottes, selbst. In dieser Form kann sie nicht mehr sterben. Und das erleben wir auch in der Heiligen Eucharistie. In jeder Heiligen Eucharistie empfangen wir ein DNA Gottes. Und deswegen kann Jesus sagen, wer mich empfängt, wer mich isst, kann nicht mehr sterben. Also es ist eine tolle Sache, was wir Katholiken haben. Wir haben in der Beziehung eine gewisse Garantie aufs ewige Leben, wenn wir nicht gerade das verpatzen. So, und heute im Evangelium kommt diese kananäische Frau, das sind eigentlich Feinde der Juden. Und Jesus tut sie nicht einfach ablehnen, sinnlos, oder er muss lernen, Liebe zu zeigen. Das wäre komisch, wenn Gott lernen muss. Sondern er zeigt den Jüngern, schaut mal her, diese Frau möchte eine Heilung, aber was ich möchte, ist eine Bekehrung. Ich brauche Bekehrung, nicht ein gesundes Bein. Gott möchte nicht per se die Krankenhäuser abschaffen oder dass es keine Särge mehr gibt, keine Friedhöfe mehr gibt, sondern er braucht unsere Bekehrung, damit unsere Seele lebt. So, und das erleben wir diesen Sonntag. Und dazu segne euch und eure Familien der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war der Sonntagskick, und nicht vergessen, dass wir wirklich den Leib Christi empfangen, und nicht nur den Leib Christi, sondern auch den Leib Mariens. Die erste erlöste Frau, der erste erlöste Mensch schlechthin. Und das ist erstaunlich, dass Gott den Weg mit uns wagt, mit uns schwachen Geschöpfen, und so hat jeder von uns eine Chance. Also bis zum nächsten Sonntag, euer Pater Paulus Maria.